Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Alle Leute, die Livestreaming betreiben, müssten mittlerweile wissen, dass es sinnvoll ist, kurze Clips aus den Livestreams zu erstellen, um diese dann auf Social Media Seiten wie zum Beispiel TikTok, Instagram oder YouTube Shorts zu veröffentlichen, um mehr Reichweite zu generieren. Und bisher war das immer relativ umständlich, man musste irgendwelche Clips raussuchen, die zusammenschneiden, die im 16:9 Format auf 9:16 umändern, und das Ganze geht jetzt alles wahnsinnig einfach, indem ihr ein neues Plugin verwenden könnt, was jetzt gerade rausgekommen ist, ein Plugin für OBS Studio, in dem ihr direkt in OBS Studio eine vertikale Ansicht habt und damit ganz einfach mit einem Klick Clips speichern könnt und diese direkt auf Instagram oder YouTube Shorts oder wo auch immer hochladen könnt. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch in diesem Video einmal zeigen. Falls euch das Video gefällt oder euch auch andere Videos hier weiterhelfen, klickt einen Daumen nach oben, lasst ein kostenloses Kommentar da oder auch ein kostenloses Abo. Freut mich hier riesig, hilft mir hier wahnsinnig weiterzumachen, und jetzt wünsche ich euch schon ganz viel Spaß mit dem Video. Bevor wir jetzt aber loslegen, noch ein ganz kurzes Wort zu unserem Sponsor des heutigen Videos. Ihr sucht professionelle Designs und Overlays zu fairen Preisen? Dann seid ihr bei OwnTV genau an der richtigen Adresse. Neben kompletten Stream-Overlay-Paketen könnt ihr auch einzelne Elemente kaufen und sogar Logo-Designer und Emote-Maker benutzen. Mit dem neuen Emote-Maker sind selbst animierte Emotes gar kein Problem mehr. Wählt zwischen vielen verschiedenen Vorlagen aus und passt diese ganz nach euren Wünschen an. Genau wie die Emotes sind auch alle anderen Produkte direkt nach dem Kauf zum Download verfügbar und können durch die passenden Formate direkt auf Twitch hochgeladen werden. Falls das für euch interessant klingt, checkt doch gerne den Link in der Videobeschreibung aus und verwendet den Code FINNINGREST für satte 50% auf alle Produkte. Um dieses Plugin in OBS Studio einzurichten, müsst ihr einmal dieses Plugin herunterladen, das Item Vertical Plugin. Ich habe euch den Link in die Videobeschreibung gesetzt. Hier klickt ihr einfach einmal auf Download und dann führt ihr diesen Download einfach ganz normal aus. Und wenn ihr dann OBS Studio öffnet, sollte das Ganze so aussehen. Ihr habt jetzt hier eine vertikale Ansicht und auch einmal vertikale Szenen und vertikale Quellen. Falls ihr diese nicht direkt findet, könnt ihr hier über Docs ganz einfach diese drei Sachen aktivieren. Und natürlich auch wie alle anderen Docs hin und her schieben, so wie euch das am besten passt. Und grundsätzlich verhält sich das mit den Vertikalszenen und Quellen genauso wie mit den Szenen und Quellen, die ihr hier auch habt. Und zwar könnt ihr diese hier ganz einfach über einen Plus hinzufügen oder aber auch wieder löschen. Und wir können jetzt grundsätzlich erstmal in die generellen Settings dieser vertikalen Aufnahme schauen. Dazu gehen wir hier einmal auf dieses Zahnrad. Und hier habt ihr einmal natürlich die Auflösung, in der das Ganze passieren soll. In dem Fall 1080x1920, damit das Ganze halt vertikal ist. Ihr könnt die Bitrate genauso einstellen, wie ihr die auch für euren Stream eingestellt habt. Und dann haben wir hier einmal den Backtrack. Der bedeutet letztendlich nichts anderes, dass ihr in die Vergangenheit sozusagen reinguckt. Also ihr könnt, indem ihr diesen Backtrack hier aktiviert und dann eine Aufnahmelänge von 60 Sekunden beispielsweise einstellt, die letzten 60 Sekunden per Hotkey einmal klippen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier meinetwegen 60 Sekunden einstellen oder auch 30 Sekunden, je nachdem, wie lange eure Clips so auf den Social Media Seiten sind. Wählt dann hier einen Aufnahmelänge Fahrt aus und wählt hier einen Hotkey aus, und dann wird letztendlich alles, was hier in diesem Vertikalfeld aufgenommen wird, wenn ihr dann den Hotkey drückt, die letzten 60 Sekunden gespeichert, und das könnt ihr dann einfach direkt hochladen. Falls ihr das nicht auf diese 60 Sekunden oder die letzten 60 Sekunden begrenzen wollt, könnt ihr auch hier ganz einfach unter dem Punkt Recording, also unter dem Punkt Aufnahme, einen Hotkey fürs Starten und fürs Beenden der Aufnahme auswählen, und dann habt ihr letztendlich einfach nur Start und Endpunkt damit festgelegt und dem, was vertikal letztendlich gespeichert werden soll. Natürlich müsst ihr hier auch einmal den Aufnahmepfad auswählen. Des Weiteren können wir hier auch direkt drüber streamen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie den Stream-Key für TikTok habt, dann könnt ihr hier den Server auswählen, den Stream-Key reinsetzen und das auch gleichzeitig auf TikTok streamen. Auch relativ cool, soll aber nicht Schwerpunkt dieses Videos sein. Wenn ihr das dann hier einmal alles eingestellt habt, klickt ihr hier auf OK und dann könnt ihr entweder hier auch manuell das Aufnehmen starten oder aber auch das Stream starten oder aber auch den Backtrack aktivieren. Allerdings ist natürlich mit Hotkeys deutlich einfacher. Ihr könnt euch das natürlich auch noch wieder auf Stream Deck legen oder auf Touch Portal oder wie auch immer. So, und wenn diese generellen Einstellungen dann einmal getätigt sind, dann habe ich jetzt hier einfach mal eine grundlegende Szene gebaut, die ihr dann so vielleicht auch habt, also eine klassische Gameplay-Szene. Ihr habt hier irgendwie ein Spiel und eine Kamera, und das Ganze wollen wir jetzt auch einmal im vertikalen Format einrichten, und dazu gehen wir jetzt hier einfach in die vertikalen Quellen und können jetzt letztendlich hier einfach die Sachen so übernehmen, wie wir sie schon eingerichtet haben. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Medienquelle eingerichtet. Bei euch ist es vielleicht auch eine Gameplay-Aufnahme, eine Spielaufnahme oder wie auch immer, eine Bildschirmaufnahme. Klicken dann hier rauf und sehen, dass das Ganze hier in diesem vertikalen Format auftaucht. Das heißt, wir können das dann hier im vertikalen Format einmal so anpassen, wie wir das haben wollen. Wir können auch hier über Rechtsklick und über Transformieren das Ganze vertikal zentrieren, ein bisschen größer machen, nach oben, nach unten schieben, so wie wir es halt haben möchten. Und das Ganze machen wir jetzt mit der Kamera auch einmal. Auch da nehmen wir einfach die gleiche
Kamera, die wir jetzt hier auch haben, ziehen die auch noch ein bisschen größer und stellen das einfach einmal so ein, wie wir damit zufrieden sind. Und schon haben wir jetzt letztendlich einfach einmal eine vertikale Gameplay-Szene erstellt. So wie wir letztendlich auch jetzt livestreamen würden, wird das Ganze hier jetzt einfach vertikal auch einmal angezeigt. Und wenn wir das jetzt ganz einfach mal ein bisschen laufen lassen würden und dann entweder einfach einmal unseren Hotkey benutzen, um dann die letzten 60 Sekunden zu speichern, die wir dann vielleicht ganz cool finden, speichert er diese 60 Sekunden direkt in diesem vertikalen Format und wir können dieses vertikale Format direkt nutzen und das Ganze auf TikTok, Instagram oder YouTube Shorts hochladen. Genauso gut können wir natürlich auch sagen, gut, wir wollen sowieso den kompletten Stream einmal vertikal aufnehmen, zieht dann natürlich allerdings deutlich mehr Speicherplatz. Jetzt haben wir nur noch folgendes Problem. Angenommen, wir haben jetzt hier nicht nur diese Gameplay-Szene, sondern haben auch noch eine Just-Chatting-Szene. Ich richte das jetzt einfach einmal kurz ein, sagen wir haben hier eine Just-Chatting-Szene. Dann ist es natürlich so, dass wir jetzt hier bei der Just-Chatting-Szene immer noch im vertikalen Format letztendlich unsere Gameplay-Szene aufnehmen. Und das wollen wir vielleicht nicht unbedingt, sondern wir wollen gerne, dass was hier im 16:9 Format wiedergegeben wird, auch vertikal gespeichert wird. Und da gibt es jetzt einen ganz einfachen Trick, und zwar können wir bei den vertikalen Szenen jetzt auch einfach eine Just-Chatting-Szene erstellen. Und jetzt wollen wir einmal unsere Vertical-Szene, so wie die jetzt von Anfang an gespeichert ist, mit unserer Gameplay-Szene verknüpfen. Dazu gehen wir einfach mit Rechtsklick auf diese Szene und gehen dann auf Linked Scenes und wollen dann hier einmal das Gameplay verlinken. Und wir gehen einmal bei der Just-Chatting-Szene hin und wollen dann hier unsere Just-Chatting-Szene verlinken. Und jetzt ist es letztendlich so, dass wenn wir auf unsere Just-Chatting-Szene gehen, wir sowohl im vertikalen Bereich nur unsere Just-Chatting-Quellen sehen, auf beiden Seiten, und wenn wir auf unser Gameplay sehen, sehen wir hier sowohl in der vertikalen Ansicht als auch in der 16:9 Ansicht auch nur das, was wir in der Gameplay-Szene sehen wollen. Und wenn wir jetzt hier einfach mal unseren Hotkey drücken, den wir vorhin angesetzt haben, können wir direkt auf unser Desktop gehen und sehen, dass er das Ganze so weit abgespeichert hat und wir können das einfach direkt nutzen. Das Ganze ist auf jeden Fall ein wahnsinnig cooles Feature und gerade für Leute, die viel mit Clips arbeiten und viel irgendwie noch für TikTok, Instagram und YouTube Shorts brauchen, ist das wirklich eine wahnsinnige Erleichterung. Man braucht nichts mehr irgendwie großartig schneiden. Ich finde das auf jeden Fall ein wahnsinnig cooles Tool, wollte ich euch deswegen einmal zeigen. Falls euch das gefallen hat, wie gesagt, kostenloses Abo, Daumen nach oben, freue ich mich wahnsinnig drüber und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video.